Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es zum Thema Anfängertennis, der Aufschlag. Ja, wie lerne ich den Aufschlag? Wir haben ja schon ein Video gemacht zum Thema Vorhand und Rückhand. Das ist jetzt hier oben einmal verlinkt, falls du das noch nicht gesehen hast und es dich interessiert, schau dir das an. Heute geht es ums Thema Aufschlag. Ja, machen wir wieder mit dem roten Ball, der mir jetzt hier einmal zugespielt wird. Der rote Ball ist ganz wichtig, weil wir mit dem roten Ball wenig Fehler machen, eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit haben und eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit immer natürlich viel Spaß macht. Und ja, so lernen wir Tennis am einfachsten. Das Ganze ist angelehnt an das Fast Learning Konzept von Detlef Kreising. Auch hier wieder vielen Dank. Ja, diese Methode hat dem Tennissport, glaube ich, die letzten 80 Jahre gefehlt. Auf jeden Fall eine super Sache. Und jetzt lasst uns gleich loslegen. So, Philipp, erste Übung. Das ist unsere Lieblingsübung eigentlich, ja. Machen wir jeden Tag, wenn wir uns sehen. Wir stehen gegenüber und geben uns ein schönes High Five, ja. Ist wirklich kein Witz. Warum machen wir das Ganze? Weil wir im Endeffekt beim Aufschlag die gleiche Bewegung haben wie hier, stimmt's? Ellbogen ist hier an der Seite, also High Five jetzt nicht irgendwie hier geben, sondern wirklich hier hoch und am möglichst höchsten Punkt, also am besten jemanden suchen, der jetzt nicht einer ist 2 Meter, der andere ist 1,50. Ja, schaut ein bisschen blöd aus, sondern wir machen wirklich eine Höhe, suchen uns einen Partner. Wenn du ein Elternteil bist, gehst du vielleicht auf die Knie für dein Kind und schaust dann einfach, dass er am möglichst höchsten Punkt einmal ein schönes High Five gibt. Nächste Übung, wir nehmen uns einen Ball, werfen mit der linken Hand hoch. Die rechte können wir wie beim High Five schon positionieren. Und dann will ich am höchsten Punkt den Ball einmal fangen. Kurz innehalten, ja, kurz warten, dass ich selber verstehe, was ich hier gerade mache. Und dann nochmal hochwerfen, am höchsten Punkt fangen. Ja, das kannst du bis zu 20, 30 Mal machen. Ganz, ganz wichtig, damit der Körper programmiert, am höchsten Punkt muss irgendwas passieren. Nächste Übung. Diesmal brauche ich wieder einen Partner und diesmal an der höchsten Stelle klatsche ich den Ball einmal weg zu meinem Partner. Und der andere macht das Gleiche. Ich fange den Ball wieder und wir simulieren hier einmal den Aufschlag, den wir gleich mit dem Schläger machen werden. So, als nächstes brauchen wir uns einen Schläger. Ich greife mit meiner Schlaghand einmal hier oben, dass meine Finger, alle bis auf den Daumen, die Seiten berühren. Ja, und dass ich den hier quasi wie zu meiner Handkante greifen kann. Und von hier aus kann ich jetzt am höchsten Punkt, ganz, ganz wichtig, am höchsten Punkt vor dem Körper den Ball gleich spielen. Das heißt, ich werfe den Ball hoch und spiele den Ball im hohen Bogen. Der muss jetzt überhaupt nicht schnell sein, um das geht es nicht. Es geht nur darum, das Gefühl zu entwickeln zu meinem Partner. Und mein Partner wirft mir den Ball zu im Optimalfall, ja, drehe den Schläger raus und spiele den Ball wieder zurück. Nächste Übung, der Griff ändert sich. Wir greifen kurz über dem Griffband, ja, ob jetzt hier oder hier, ist nicht so wichtig. Wie du dich wohlfühlst, umso weiter oben du greifst, umso sicherer ist das Ganze am Anfang für dich. Ich würde empfehlen, du nimmst so einen Griff, gehst wieder in diese Position, der untere Griff zeigt zu deinem Partner und von hier wollen wir den Ball ganz oben wieder treffen. Ich werfe den Ball hoch und im hohen Bogen fliegt der Ball zu meinem Partner. Zack. Kann natürlich vorher auch aufhüpfen. Ja, wie du es genau machst, ist dir überlassen. Es sollte auf jeden Fall so funktionieren, dass dein Partner nicht die ganze Zeit die Bälle sammeln muss. So, jetzt kommen wir zur letzten entscheidenden Übung. Wenn wir gleich den Schläger ganz hinten nehmen, zeige ich dir, wie der Ballwechsel zustande kommt. Falls du hier noch nicht das Video gesehen hast zum Thema Vorhand und Rückhand, ist es hier oben nochmal verlinkt, weil das wirst du jetzt definitiv gleich brauchen. Wenn das Video dir gefallen hat bis hierhin, lass auf jeden Fall einen Daumen da. Jetzt gehen wir mit der Hand ganz nach hinten an den Griff, greifen von oben auf den Griff und spielen den Ball zu unserem Partner und spielen danach den Ball mindestens 10 Mal hin und her und schauen, ob wir das schaffen. Los geht's! So, 10 Mal wäre super, vielleicht klappt das gleich, dann nehmt ihr euch das Ziel 20 Mal. Wenn es länger dauert, dann schaut ihr, dass ihr es innerhalb von 5 bis 10 Minuten hinbekommt. Ich denke, mit der richtigen Technik solltet ihr das auf jeden Fall schaffen. Und danach nimmt euer Partner den Ball in die Hand und dann schlägt der auf und ihr dürft dann quasi Return spielen, das heißt den ersten Schlag nach dem Aufschlag. Das war das Video zum Thema Aufschlag mit dem roten Ball für totale Anfänger. Ja, das war wirklich mal ein Video, was aus der Reihe herausfällt. Aber es gibt immer wieder Leute, die fragen mich, ja, ich bin begeistert vom Tennis, deine Videos sind cool, mach doch mal was für Anfänger. Das war das Thema dazu. Wenn es dir gefallen hat, schreib gerne unten in die Kommentare. Ich beantworte wirklich jeden Kommentar, freue mich sehr darüber. Dann weiß ich auch, dass ich in Zukunft Videos
machen werde. Wenn es dir gefallen hat, lass auf jeden Fall auch den Daumen da und das Abo. Dann wirst du ab sofort mit der Glocke immer an jedes Video in Zukunft erinnert. Bei Fragen auch gerne in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns vielleicht im nächsten Video. Dein Markus, bis dann. Ciao. We'll be right back.